In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der Hohen Asch. Das Forstamt Kaltennordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besucher ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Na, da haben wir doch wieder was für den Jahresrückblick.